So, und es gibt schon wieder ein Tutorial, gerade eins hochgeladen und schon das nächste dran. Heute geht es um das Thema, oder diesmal geht es um das Thema Citrus oder Citrus oder wie auch immer man das ausspricht. Das ist ein Synthesizer, mit dem man, ja, verschiedene Sounds erstellen kann und ist also vergleichbar mit dem Dreimal Oscillator, den ich ja auch schon mal vorgestellt habe, aber dieser hier kann bis zu sechs Oszillatoren zusammenschalten und die unterschiedlich kombinieren und ja, also das Teil ist echt der Hammer. Werde ich euch gleich mal zeigen, was man damit alles machen kann. Richtig krass. Also ihr könnt gespannt sein. Soweit so gut. Ich werde jetzt erstmal ganz von vorne anfangen und das Plugin erstmal laden. Dazu gehe ich wieder auf Insert und dann Citrus. So sieht das aus, wie ihr vorhin schon gesehen habt. Und ja, mit dem Plugin werden wir uns jetzt befassen. Ihr seht hier oben schon OP 1, 2, 3, 4 und so weiter bis 6. Das sind die Operatoren oder auch die Oszillatoren, mit denen ihr halt die Kurven erstellen könnt. Der Ton, der jetzt drin ist, der hört sich so an, also das Preset hört sich so an. Und es gibt echt einige Presets, also vorgefertigte Töne. Da werde ich jetzt aber erstmal nicht weiter drauf eingehen, aber das könnt ihr euch ja selber mal ausprobieren und anhören, was es so gibt. Ich werde jetzt hier Default nehmen und das ist nur noch eine Sinuskurve. So, also wie gesagt, hier sind die sechs Oszillatoren. Und hier habt ihr noch einen Filter, noch einen Filter, noch einen Filter und hier sind nochmal Effekte. Und hier vorne ist der Main Part. Werde ich jetzt nicht so drauf eingehen. Ich finde jetzt ist erstmal die anderen Sachen wichtiger. Und was auch noch sehr wichtig ist, ist hier diese Matrix. Und die gibt es beim 3x Oscillator nicht und die ist echt extrem cool. Werdet ihr gleich schon merken. Momentan sieht es halt so aus, der Oscillator 1, hier also gucken wir mal die Zeile an, die erste Zeile, geht direkt zum Output und das war's. Also man hört nur die Sinuskurve. Und auch nur den ersten. Wenn ich hier beim zweiten was ändern würde, wird man es nicht hören, weil er nicht in den Output geht. Dafür müsste ich hier anmachen. So, das Besondere ist, ihr könnt jetzt den ersten zum Beispiel mit dem zweiten Oscillator verknüpfen, das würde dann so aussehen. Und oder mit dem zweiten und dem vierten zum Beispiel, dann würde es so aussehen, oder nur ein bisschen mit dem vierten, meinetwegen so. Und das Ergebnis würde dann in den Output gehen. Das könnt ihr aber auch noch durchs Panorama, also hier Panorama einstellen. Oder ihr schickt das nochmal durch einen FX-Kanal, den hier. Dann müsstet ihr ja auch entsprechend aufdrehen. Lasse ich jetzt auch erstmal. Ihr könnt aber auch den Oscillator 1, jetzt müssen wir auf die Spalten mal achten, in den Filter schicken, in 1, 2 oder 3. Zum Beispiel jetzt in den ersten Filter 1. Und jetzt könnte ich hier alles Mögliche für den Filter 1 einstellen. Das gleiche könnte ich mit dem zweiten Oscillator machen, wie die Spalte gucken. Könnte ich in Filter 1 machen, könnte ich aber auch in Filter 2 gleichzeitig machen oder auch nur in Filter 2, wie auch immer. Und ja, da hat man halt zig Möglichkeiten. Oder man könnte den ersten mit dem dritten Oscillator verknüpfen und dann durch den Filter schicken und das Ergebnis hier hinten dann ausgeben. Da müsste man dann wieder in der Zeile gucken, anstatt in der Spalte. Wenn man das Ganze hier, also 1 plus 3 durch Filter mit Effekten noch beladen möchte, dann macht man hier auch nochmal hoch, weil hier der FX-Channel ist. Und das wird dann ausgegeben. Also ihr seht schon, ihr könnt echt einiges mit dieser Matrix hier machen. Und wie das Ganze dann aussehen wird, das kann ich euch auch mal eben zeigen. Dazu werde ich jetzt mal beim Filter, ach beim Oscillator 1, so eine Art Sägezahn nehmen. Und das ist auch ziemlich cool hier. Es gibt nicht nur so vorgefertigte Kurven wie beim 3-mal-Oscillator, also Sinuskurve, Dreieck und Rechteck und so weiter, Sägezahn, sondern alles, was dazwischen ist, gibt es auch noch. Kann man hier gut sehen. Ne?
Und ich werde jetzt mal hier sowas in der Art nehmen. Hiermit könnt ihr dann die Kurve noch total verändern. Also so zum Beispiel oder so. Da könnt ihr einfach mal rumprobieren, wenn ihr das machen wollt. Wenn ihr das Plugin mal benutzen wollt. Gehe ich jetzt mal nicht weiter drauf ein. So. Hier hinten könnt ihr dann noch die Tonhöhe verstellen. Ich werde jetzt mal auf 1 gehen. Das ist das Ganze tiefer. So, bei 2 bleibe ich mal. Und ich möchte jetzt mal nicht nur den Ton haben, sondern ich möchte ihn noch durch einen Filter schicken. Dann mache ich das hier mal weg. Jetzt hört man gar nichts mehr. Und das geht in den Filter, also hier hoch drin. Immer noch nichts, weil ich muss ja noch hier den Output aufdrehen. Gut. Jetzt werde ich bei Cut noch was einstellen. Nehme ich mir noch mal einen zweiten Oszillator dazu. Der sieht dann so aus. Wieder eine Sinuskurve, die werde ich gleich wieder ändern. Und da werde ich mir sowas wie eine Rechteckkurve nehmen. Also sowas in der Art. Mit runden Ecken. So, mal gucken, wie sich das anhört. Hier Oszillator 2 wieder durch den Filter. Und das Ergebnis aus den beiden in den Output. Bisschen tiefer. Ohne und mit dem zweiten. Also so wäre nur der erste, wie gesagt, oder wie ihr auch sehen könnt. So nur der zweite. Und so weiter zusammen. Schon ganz nett. Jetzt noch einen dritten. Auch mal ein bisschen rumprobieren. Ihr könnt hier auch oben nochmal was einstellen, zum Beispiel so, dass ja, das sieht dann halt so aus. Oder so. Da könnt ihr echt einiges an der Kurve modulieren. So, da werde ich mir auch mal was basteln. Und den dritten auch natürlich wieder anmachen. So. So lasse ich das jetzt erstmal. Dann möchte ich noch einen Reverb haben, dann gehe ich in den FX-Kanal. Dann mal gucken hier bei FX. Hier seht ihr schon D1, D2, D3. Das sind alles verschiedene Delays. Alle ausgeschaltet. Hier könnt ihr die einschalten. Möchte ich aber jetzt nicht. Aber ich kann es mal eben zeigen. Aber hier unten bei R, da ist Reverb. Anmachen und. Hier könnt ihr auch wieder einiges einstellen. Lasse ich jetzt einfach mal hier die Standard-Einstellung. Ja, dann können wir mal eine Melodie versuchen. Schon erkannt. Dann mal kopieren. Wie das geht, habe ich ja in einem anderen Video, was ich auch heute hochgeladen habe, gezeigt. So.
So. So. Von Anfang an mal. Ja, und das war mal ein kleiner Einblick in Citrus. Die ganzen anderen Sachen, die man hier noch so machen kann, könnt ihr auch mal ein bisschen selber rumprobieren. Einen groben Überblick habt ihr ja jetzt bekommen und ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, das war's eigentlich mit dem Video. Jetzt muss ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar habe ich seit vorgestern was, glaube ich, einen Blog, in dem ich auch meine YouTube-Videos und Tutorials hochladen werde. Dort werden sie aber besser sortiert sein als in YouTube, also in Anfänger und Fortgeschritten und noch ein paar andere Sachen. Und ja, da findet ihr euch schnell zurecht. Und außerdem habe ich mir vorgenommen, jetzt mit einem anderen YouTube-Kollegen von mir, der auch Tutorials macht, die Seite gemeinsam zu füllen. Also schaut einfach mal vorbei, lohnt sich. Außerdem werden dort auch noch Sachen hochgeladen, die es auf YouTube jetzt nicht gibt. Also zum Beispiel auch Sample Packs oder Fruity Loops, Arbeitsdateien, also diese FLP-Dateien. Und ja, schaut einfach mal vorbei. Dann bleibt mir nur noch das Übliche zu sagen am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann kommentieren, abonnieren und einen Daumen geben. Bis dann, ciao.